Hallo und herzlich willkommen zurück zu Aperzio. Ja, der Commander ist wieder am Start. Auf dem Kanal des Clan of the White Tiger. Ah, schön. Das war jetzt überhaupt nicht abgesprochen, aber so sollte es eigentlich sein. Der Scheißbug ist endlich weg. Was don't accept commercial flights? Natürlich commercial flights. Tot dein Maul. Wo sind wir denn gerade? Was? Warum ist das Ganze hier so schnell? Wo sind wir denn gerade hier? Regional Airport, okay. Ja, genau. Passenger Flow, Hump. Offices and Decoration, Fräse, Scheduled and First Flight. Wenigstens ist dieser Bug weg. Das freut mich sehr. Kann ich wenigstens hier mal ein bisschen Geld verdienen. Schau da auf den Flight Planner. Das sind so wenige. Tatsache sind nicht nur so wenige. Okay. Not my fault. Was ist denn der danach? Ja, da sind wir schon fertig, lol. Danach kommt ja schon International Airport. Ja, da, der Damsund oder so hier, ne? So, wo fliegen die alle hin? Serbien nach Ponikve. Nach. Ah, Perugia, San Francesco. Der Assis, ein Eurozeichen. Ein Umbrien, ja. Ah, Dortmund, ja, Dortmund. Jönköping. In Sweden. Klar. Ja, jo. Rum Anett. Alter, habt ihr das gerade gesehen, Alter, wie der rausgefahren ist, Alter? Was ist denn das für ein Scheiß? Habe ich eigentlich die Flugzeuge hier Ding, Charakter bestellt? Warte mal. Was ist das mit dem Beton in dem nächsten Ding drin? Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon so lange her. Scheiße. Offices, Boarding, Scheiß. Fuck. I don't know. Ja, der andere Fuck, das ist schon klar. Kann man das nicht irgendwo hier bei Procurement nachgucken? Baggage Handling Service, okay. Naja, die habe ich echt noch nicht bestellt, die Mavericks. Die Jet-A. Ding haben sie noch nicht, okay. Baron Beechcraft. Ah ja, es sind auch ein paar Updates wieder ins Land gezogen, Leute, aber nichts Besonderes, nur, na. Stability, also es gibt noch, also nach meiner Meinung oder nach meinem Kenntnisstand gibt es nichts Neues jetzt dazu. Die haben eigentlich nur daran geschraubt, weil die auch ein paar Performance-Probleme haben. Also ein paar einige Performance-Probleme. Vor allem wenn die Flughäfen ein bisschen größer waren, da war das schon sehr, sehr scheiße. Weil es ist so ein bisschen vergleichbar mit Dingen mit Transport Fever. Wenn es ein paar Leute haben, die wissen wahrscheinlich, wovon ich rede. Das ist auch so, wenn man dann in der späteren Zeit ist, also so in die Neuzeit kommt, wo dann immer mehr Leute rumlaufen, wo es immer mehr Fahrzeuge gibt und so weiter, dann bricht die Performance extrem ein. Das gab es bei dem hier auch. Und ja,
Also ich habe ja auch einen sehr, sehr großen Flughafen und da ist die Performance auch sehr, also es ist besser geworden, ja, aber es könnte noch ein bisschen besser sein. Aber das ist me echt meckern auf hohem Niveau, also wenn da irgendwelche Leute irgendwie in die Reviews da schreiben, es leckt die ganze Zeit, wo ich mir denke so, ey, halt doch bitte deinen Rand, das ist eine scheiß Alpha. Da kann es lecken, so viel es will und da darf keiner das Maul aufmachen. Klar, soll es nicht unnötig sein, aber wenn es verhältnismäßig ist, würde ich sagen, ist okay. Nur, dass ihr mir hier mal Bescheid wisst. So, hat das jetzt schon gezählt? Ja, Five Flights. Ugh. Soll ich Five Flights da rausgehört? Ah, okay, gut. Stripe. Aber ob wir noch eine Gesellschaft ins Boot holen sollten? Airlines. Ach, kommt schon, die gute alte CLM. Sollen die auch mal ein bisschen hier was machen? So. Ja, perfekt. Ah, gut, dass wir noch so viel Geld haben. Weil, wenn dann wirklich, sagen wir, das zweite Terminal noch dazukommen sollte auf der anderen Seite, dann wird das so scheiße teuer. Also, passt wirklich auf, wenn ihr irgendwie Terminals oder so erweitert wird. Das ist so asozial teuer einfach nur. Na klar, natürlich, aber nicht, dass ihr dann irgendwas fertig habt und ihr dann, ja, jetzt starten wir Flugzeug danach, fuck. Also das. Try to avoid this, my friends. Das ist so ein Scheiß. So. Ja, stimmt. Man kann jetzt diese Gebiete hier anlocken. Also die drumherum liegen. Hier, hier, hier. Die kann man jetzt alle anlocken. Kosten wahrscheinlich alle diese dreiviertel der Millionen. Ja. So, schaut's denn aus hier mit dem Flight Planner. Möchte CLM mal in die Puschen kommen oder was? Dann kann es mir als Flughafengesellschaft nicht so leisten, dass mein Flughafen leer ist. So, wo kommt der? Ostrava von Tschechien. Ja, vieles ist es wahrscheinlich nicht mehr. Kommt schon mal an, ich bin doch hier. Nicht der Dings hier, der Bittsteller. Das ist scheiße. Ah, da kommt schon jeder aus Ostrava. Wo fliegt er dann hin? Nach La Aquila.
Das Problem ist, wir müssen ja auch unsere Leute bezahlen, ne? Und vor allem diese Sachen wie CIO und CFLP. Ja, der ganze Scheiße, der ist extrem teuer. Deswegen füllt eure Pläne, weil sonst seid ihr so schnell im Arsch. Ah, kommt schon, ey. Es kann nicht wahr sein. Alle Stands sind einfach leer. Das ist doch scheiße. Also die kommen jetzt täglich zu uns nach Perugia oder wie das heißt. Der aus Arezzo. Ah, lauter Italiener hier. Ja, die kommt täglich. That's a little bit strange. Aber gut, wenn sie es so wollen. Kart mich, das ist relativ wenig. So, na, bleibt uns nichts anderes übrig als zu gammeln. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Da habe ich schon zwei Fluggesellschaften, die kriegen es immer noch nicht in diesen ganzen Schuppen hier zu füllen. Na, wenn ich jetzt eine dritte engagieren muss, dann bin ich aber sauer. Bin mal gespannt. Bei drei Flüge pro Tag, das ist. Pff, kann mein Geld auch gleich verbrennen. Kann mein Geld echt gleich verbrennen. Ja, weiter. Oh, wow. Okay, kommt der Rovile an der Seine. Wow, ist auch noch einmal am Tag. Cool. Hatte richtig Spaß, ey. Da sind bis. Oh, jetzt kommt die ersten CLM-Flüge. Jawohl. Brest, Tunis, jawohl. Also mit der Cessna von Tunis hierher. Das ist ja wie, als würde ich in einer Sardinenbüchse reisen. Boah. Das ist ja richtig uncool, ey. Wo fliegt er dann hin? Nach. Irgendwo Frankreich. Marcel Dassault Airport. Pristina. Gar nix, gar nix. Kommen die No Ones? Ja, der, oh, die kommt, der kommt sogar daily da aus Brest. Tunis. Ah, da ist so noch einer. Vejo. Ah, Dänemark. Wenigstens ein bisschen, ey. Was ist denn los? Wow, jetzt haben wir schon vier tägliche. Ho, ho, das ist richtig viel, ey, ho. Ho, ho. So. Another five flights. Ja, fick dich doch.
fliegen die hin? Wissen wir noch nicht. Ach, Karlskoga. Oder Karlskrona, oder wie der ganze Bums da heißt. Also diese ganze Atmosphäre ist mir noch so ein bisschen zu leise, weil am Flughafen ist es doch immer so laut. So, nix, nix. Nix. Das so. Und nix. Wow. Nix. Yeah. Jetzt hast du normal oder was, du Arschloch? Passat. Kommen die anderen? Ich verliere gerade zufällig Geld. Ah, ist das scheiße, ey. So. Komm, piss dich, du scheiß Flugzeug. Jawohl. CLM. Aber ganz ehrlich, in dieser Fülle, da können wir echt... Dann nehmen wir noch einen dazu. Nehmen wir das gute alte, ne? Nehmen wir Mabel oder Skylink? Nehmen wir Skylink. Soll ich auch was tun? Bis Nelken hier. Mal schauen wir, wie leer das ist. Vor allem hier, der unterste Stand wird hier überhaupt nicht bedient. So ein der Scheiß. Ah, nach Pristina. Pristina im Kosovo. Ach, Kosovo. Ah, der tägliche, der von Brest kommt. Nach was? Brangasa. Da? Ist echt komisch. Da müssen wir echt noch was machen. So, was sagt das Ding? Fick dich, sagt es. Pristina, Brango, wo ist denn dieses Brangasa? Ah, Portugal. Brangasa ist es dann irgendwie so. Oder so. Ah, morgen früh ist ja hier volle Bude hier. Cherkassy aus der Ukraine. Morbö. Elmez. Ah, wow, Ali. Immer hier nochmal, Linköping und Jönköping. Wow, die können da eigentlich ein Flugzeug machen. Nicht mal Charles de Gaulle, sondern Ali, wow. Die Loser-Fraktion hier. Karlskoga. So, aber Pause, gut, Pause. Da würde ich mal sagen, das war's mal wieder für die Folge. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen und so weiter habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn es euch auch noch gut gefallen hat, lasst es mich wissen, drückt einen Daumen nach oben oder lasst vielleicht sogar ein Abo da. Wenn ihr immer wissen wollt, wann die neuesten Videos von uns kommen, schaut in die Videobeschreibung für jegliche möglichen Links.
Twitter, Facebook, bla bla bla. Ihr kennt das ganze Zeug. Schaut bei den anderen auch noch vorbei, die machen auch noch krasses Zeug. Aber an meiner Stelle, tschüss, auf Wiedersehen, ciao. Bis zum nächsten Mal.